So Leute, bevor das Video losgeht, würde ich euch noch bitten, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und lasst auch ein Like und einen Kommentar da, das hilft mir wirklich sehr mit dem Algorithmus. Ja Leute, von daher viel Spaß mit dem Video. Peace, Broskis und Sisters. Und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal am Dienstag, das bedeutet heute, ihr habt ja schon den Titel gelesen, gibt es das Video, die 5 besten Upcoming Brands. Ich habe mir gedacht, selbst wenn meine Reichweite sehr, sehr klein ist, habe ich mir gedacht, ich nutze sie trotzdem mal, ja, und euch so ein bisschen meine Faves momentan mitzuteilen. Sind wirklich alle 5 Marken, wo ich sage, ey, die werden höchstwahrscheinlich zu 90% alle in 5 Jahren oder so wirklich Deutschland überschwemmen. Also ich gönn's denen auch wirklich, weil die Pieces von denen sind teilweise wirklich dope. Von daher fahren wir direkt an mit Platz Nummer 5. Also es wird jetzt so ein Ranking quasi. Also 5 ist die, also ihr wisst, 1 ist quasi die beste dann. So. Auf Platz 5 haben wir Activist Clothing. Activist Clothing hat ein bisschen mehr als 300 Abonnenten oder so auf Instagram. Und ich muss sagen, die 2 Pieces, die sie jetzt online haben, also ich zeige euch hier kurz Bilder, sind ehrlich gesagt nicht so dope, finde ich. Aber dafür hatten die vorher Pieces, die glaube ich schon sold out sind, die wirklich sehr, sehr dope waren. Und könnt ihr mal deren Instagram-Seite auf jeden Fall abchecken. Die haben da auf jeden Fall ein paar Sachen, auch diese neue Cap, die sie da gerade am Design sind und gerade so ein bisschen die ersten Samples haben. Sieht wirklich auch sehr, sehr dope aus, finde ich. Und das ist einfach so eine Marke, wo ich einfach das Potenzial in denen sehe, wo ich sage, okay, die haben jetzt vielleicht noch nicht so perfekt ihren Weg gefunden, aber da stecken Leute hinter, also finde ich. Ich kenne die jetzt nicht persönlich, ich kenne keinen von denen persönlich, ich habe mit ein paar von den Marken mich mal persönlich ein bisschen geschrieben, so. Aber ich kenne keinen von allen den Marken persönlich. Aber von Activist Clothing finde ich, das sind auf jeden Fall talentierte Dudes oder Chicks dabei, auf jeden Fall, die das auf jeden Fall wirklich gut machen, finde ich, und die auch in Zukunft da hoffentlich sehr, sehr dope Scheiß rausbringen. So Leute, auf Platz 4 haben wir Heaven Concept. Ich glaube, Heaven Concept kennt vielleicht ein paar Leute von euch. Die haben 7.500 Abonnenten, also ist auch die größte Marke auf dieser Rankingliste. Was mir immer bei so Brands wichtig ist oder bei Fast Fashion Brands, dass deren Kleidung auch eine Message verbreiten. So, ich weiß nicht, für viele von euch ist das wahrscheinlich auch so, aber ich finde, Mode spiegelt halt die Persönlichkeit wieder. Mode ist Teil der Persönlichkeit. Und ich finde, wenn Klamotten das schaffen, eine Message zu verbreiten, dann kann dir das helfen, deine Persönlichkeit besser durch die Mode zu verdeutlichen. Und ich finde, das ist gerade bei Heaven Concept sehr, sehr präsent, dass wirklich, dass man das Gefühl halt hat, hinter jedem Piece, hinter jedem Print, hinter jedem Wort, das auf diesem Hoodie, Sweater oder was auch immer steht, steht ein Gedanke. Also dass sie sich wirklich hinter allem, was sie machen, einen Gedanken fassen. Und deswegen gehört Heaven Concept auch auf jeden Fall für mich in diese Liste, weil sie einfach verstanden haben, oder was heißt verstanden haben, aber weil sie einfach genau diese Schiene bedienen, die ich eben gerne an Mode mag. Also klar, ich habe auch Blank Shirts, so, wo kein Druck drauf ist und all sowas, aber ich glaube, ihr versteht, was ich grundlegend meine. Es ist einfach gut, wenn man, oder ich finde es zum Beispiel gut, wenn man eben versteht, dass Mode auch Kunst sein kann und dass es eine künstlerische Essenz haben kann und eben auch Leuten was vermitteln kann. Nicht nur dem, der es trägt, sondern auch die es dann eben sehen. Und deswegen gehört Heaven Concept für mich auf einen verdienten Platz 4. So Leute, auf Platz 4 haben wir Visio Creative Concept. Ja, die haben auch schon, ich glaube, ja, 4.500 Abonnenten, also auch schon eine Marke, die etwas größer ist. Ich glaube, die sind auch schon mittlerweile seit fast einem Jahr oder so dabei. Die habe ich auch gar nicht so lange auf dem Schirm. Ich glaube, vor 3-4 Monaten oder so habe ich die das erste Mal so, oder 2-3 Monate oder so, das erste Mal so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich finde, was bei Visio Clothing wirklich sehr, sehr dope ist, dass sie wirklich mit diesen Farbspektren immer spielen. Also, wenn jemand deren Instagram abcheckt, oder ich zeige euch mal hier ein paar Bilder, beispielsweise dies mit der Qualle oder wo sie auch dieses komische Gerüstmäßige darum gebaut haben, wirklich sehr, sehr dope. Also Visio
schafft es wirklich, auch Farben sehr, sehr nice zu integrieren und auch Sachen in einem richtigen Licht darzustellen. Und ich finde, das sollte meine Marke auch auf jeden Fall anerkennen. Und vor allen Dingen, was bei Visio Closing auch sehr, sehr nice ist, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Marken ist, die äußern sich da nicht so strikt dafür, aber bei Visio ist es eben auch ein essentieller Bestandteil. Also wenn ihr mal auf die Seite schaut, sie haben gerade mal ein Story Highlight und das Story Highlight dreht sich komplett auf um Nachhaltigkeit. Bei Visio Clothing ist es, nehme ich jetzt mal an, also ich habe persönlich noch nicht mit denen darüber geschrieben, aber so wie sie es aufziehen, ist es wirklich ein essentieller Bestandteil für sie. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn heutzutage ist es eben auch, also für mich beispielsweise, wenn ich mir Sachen kaufe, achte ich auch ein bisschen drauf, okay, wie kommt das jetzt her? Klar, kaufe ich mir auch mal so H&M Basic Shirts oder so, aber ich bin halt nicht reich. Aber ihr wisst, man sollte eben auch drauf achten, so okay, wo kommt das jetzt her, wo wird das produziert? Und Visio legt dann nämlich ein essentielles Augenmerk drauf und das ist wirklich etwas sehr, sehr Gutes. Weswegen Visio auch Platz 3 hat, ich muss sagen, Heaven Concept. Von den Designs eigentlich gleich geil wie Visio, aber Visio eben aufgrund dieser Nachhaltigkeitsthematik auf dem dritten Platz, wobei man sagen muss, dass Heaven Concept auch sicherlich nachhaltig produziert. Also die Pieces sind hochwertig auf jeden Fall. Also das sind keine Billig-Shirts aus China oder so. Aber bei Visio steht es eben nochmal mehr im Fokus, deswegen dort der Platz 3. So Leute, jetzt kommen wir zu den Top 2. Und auf dem zweiten Platz haben wir Green Claren. Ja, Green Claren ist auch eine Brand, die ich glaube ich erst vor 3-4 Wochen oder so auf dem Schirm hatte, die mir halt vorgeschlagen wurde auf Instagram, wo ich direkt die Pieces gefühlt habe. Oder waren es 3-4 Wochen? Vielleicht war es auch 1-2 Wochen. Also ich habe wirklich nicht lange her, dass ich diese Marke gefunden habe. Und ich finde, bei Green Claren fällt es auch direkt ins Auge, dass dort auch wirklich jemand hintersteht oder Personen hinterstehen, die sich wirklich auch Gedanken machen um die Prints. Also wo man wirklich merkt, okay, die machen sich jetzt Gedanken, was bedeutet dies, was bedeutet das, ähnlich wie bei Heaven Concept. Ja, wenn ihr euch mal die Pieces von denen anschaut, die sind teilweise regen die, also bei mir war es zumindest so, vom ersten Zuschauen regen die direkt zum Nachdenken an, was man wirklich selten hat, finde ich. Und auch allgemein die ganze Aufmachung von Green Claren, wie sie eben diese Seite führen, finde ich sehr, sehr nice. Sie haben leider nur 1.100, knapp 1.200 Abonnenten, aber ich finde, das ist auch eine Marke, die auf jeden Fall auch mit das größte Potenzial hat auf dieser Liste, also eine Marke, die wirklich, ich glaube, demnächst wirklich abgehen wird, einfach weil die Pieces auch außergewöhnlich sind. Ich meine, ihr könnt ja mal im Video zurückspulen, euch die anderen Pieces nochmal anschauen und dann nochmal die Sachen von Green Claren anschauen. Es ist wirklich nichts Vergleichbares. Also es ist, natürlich gibt es so diese Art von Klamotten oder diese Art von Prints, gibt es natürlich schon, aber ich sag mal so, es ist trotzdem etwas Außergewöhnliches, finde ich. Und die Prints oder die Sachen, die eben auf den Klamotten drauf sind, fallen einem wirklich ins Auge und zeigen auch, wie außergewöhnlich diese Brand eben ist. Von daher, Green Claren auf jeden Fall Platz 2 bei mir. So Leute, jetzt die in meinen Augen beste upcoming Brand momentan ist für mich auch unanzweifelbar. Also das ist wirklich auf jeden Fall die Platz Nummer 1 für mich. Und das ist ENMH. Das steht für Earth is not my home. Ist tatsächlich aus der Schweiz eine Marke, glaube ich. Ist auch die Marke, die ich schon am längsten verfolge. Also ich glaube, ENMH kenne ich schon, da haben die 200 Abonnenten oder so. By the way, das Armband hier ist sogar, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube, der Fokus verkackt gerade ein bisschen, aber das Armband ist zum Beispiel auch auf jeden Fall von ENMH. Was soll ich zu ENMH groß sagen? Ich finde, bei ENMH ist so, die Ideen, die Leute von ENMH haben, sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, dass dort sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Vor allen Dingen muss man dazu auch auf jeden Fall sagen, dass von ENMH behindert viel Content kommt. Also folgt denen auf jeden Fall auf Instagram.
Der Dude, der die Instagram-Page leitet, ich weiß jetzt nicht, ob der das alleine macht oder noch mit ein paar anderen. Ich habe auch schon ein, zwei Mal mit dem geschrieben, aber nur so kurz. Aber ja, der Typ von ENMH oder die Typen von ENMH, die machen da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Also, keine Ahnung, wenn man deren Instagram-Page verfolgt, gefühlt haben die schon 5 Seasons komplett ausgearbeitet und die warten nur noch drauf, bis deren Produktion losgeht und die alten Pieces verkauft werden. Also die Leute, die ziehen wirklich krass durch und das ist wirklich auch die Marke, der ich es am meisten gönnen würde. Natürlich sind die Pieces jetzt nicht so, wo man denkt, so, oh, what the fuck, das habe ich noch nie gesehen. Aber ich finde, ENMH macht das perfekt, so diesen Grad zwischen, okay, das ist so ein bisschen für alle, aber auch speziell für diese Leute. So Marken wie beispielsweise Green Claren, die, finde ich, sind etwas speziell. Und das ist auch gut, das ist super gut, dass diese Marken speziell sind, weil es eben für spezielle Leute auch spezielle Klamotten braucht. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist überhaupt kein Front, dass man spezielle Klamotten herstellt. Und ich glaube, das weiß Green Claren auch selber, dass diese Klamotten nicht für alle sind. Und das ist ja auch okay. Und ich finde, bei ENMH machen die es perfekt, dass sie außergewöhnliche Klamotten machen, die aber trotzdem für viele geeignet sind. Und ich glaube, deswegen hat ENMH auch das größte Potenzial, wirklich eine sehr, sehr große Fast Fashion Brand zu werden. Ja. ENMH, ich schwöre, check deren Seite ab, also was die auch für Trailer raushauen, das ist wirklich geisteskrank, was die für Energie da reinstecken, obwohl sie gerade mal eine einzige Season rausgebracht haben. Also wirklich, bei ENMH ist es so, wirklich, also ich kann es nicht oft genug sagen, die Typen stecken da wirklich mega viel Arbeit rein und ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine Fashion-Brand, wo das langsam mal belohnt werden müsste. Ja, Fun Fact, der hatte sogar mit Adlerson eine Kooperation. Keine Ahnung, hat ihm leider nicht so viel gebracht. I don't know. Aber schaut auf jeden Fall bei all den Leuten vorbei. Ich verlinke auf jeden Fall alle in der Videobeschreibung, also alle Instagram-Seiten. Ja, Leute, checkt die auf jeden Fall ab. Das waren meine 5 besten Fast Fashion Brands oder meine 5 besten Upcoming Fashion Brands, die es momentan so in Deutschland oder Deutschland Raum so gibt. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den Klamotten in die Kommentare oder zu den Brands allgemein. Ja Leute, damit wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Peace out.